Das sind die Gewinner der Berlinale. Das ist der zweite Platz der Berlinale 2016. Ja. Ah, ich bin hier im Blaumilchkanal, im weltberühmten Blaumilchkanal. Ich habe es sogar aufgedruckt. Finde ich super. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Das Trendgetränk. Schlechthin seit 2 Jahren in Berlin. Rhabarberschorle. Hier ist echt mal. Nicht unbedingt, dass das mein Lieblingsfilm ist, aber Ephraim Krichon war einfach Pflichtlektüre, also für mich zu dem Zeitpunkt natürlich. Ich habe ihn nur geknackt, ne? Don Quichon. Dankeschön. The Zugshow. Berlin. Ach, ich liebe Comics. Baumilchkanal gehört zu Berlin wie Thierry's Travis. Peace. Ah, ich müsste gerade auch erzählen, weil es ist ja eine wahre Story. Ich habe den Film, hier ist übrigens eine Leinwand, ich habe den Film in meinem Schulclub gezeigt als Teenager. Mein Schulfilmclub. So, hier um die Ecke ist Springer-Café. Bin ich auch schon mal ein paar Mal lang gefahren. Genauso stelle ich mir vor, er heißt Gottschall. Da hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn Thomas der Fernsehmoderator ist, dann muss er irgendwie sowas machen. Völlig okay. Also für ein Presse. Na, für ein Pressebüro ausgezeichnete Ecke auch. Yo. Und ich sitze jetzt im Blaumilchkanal und trinke meinen Rhabarber. Und das, da lief echt auch richtig gute Blues, Rock, Soul Music. Ich freue mich jetzt, dass ich einen Sonnenplatz habe. Wie Oscar. Das hat mich auch gleich zum Lachen gebracht. Heuberg-Brauerei. Mit dem Spruch. Das ist eine Farbe. Okay, danke. Also logisch, wenn man jetzt den Graffito von da hinten nimmt, Sport hat mit Fantasie so viel zu tun wie ein Auto mit einem Flugzeug. Also höchstens die Räder. Hä? Fantasieräder. Ja, das 20. Jahrhundert baut auf die Erfindung des Rades auf, natürlich. Ja, nur, dass wir im 20. Jahrhundert auch gelernt haben, abzuheben. Vom Konto. Das sieht schon ein bisschen nach Bing aus, ne? Genau diese Ecke hier ist schon ein bisschen chinesisch. Und mehr Fantasie ist was anderes als die neueste Albtraumproduktion aus Hollywood. Insofern passt das ja auch zu dem Plakat nebenan. Walt Disney Fantasie. Ja, den habe ich den Tag zu verdanken. PlayStation. Das ist PlayStation. Danke euch. Flup, flup. Mensch, Mensch, Mensch. Habe ich auch gerade gebracht, also das Konzert gestern war äußerst düster. Das düsterste Konzert, was ich vom Bascha Leumann Kult jemals erlebt habe. Und wir hatten auch den Spruch da, ich hole mir eine Fanta. In den 90er Jahren war mein Spruch, Fantasie, Fanta, er, Fanta, alle. Und da müssen wir halt eine neue Kiste holen. Wohingegen heutzutage ihr die Fanta Retro holen könnt aus den 70ern. Boah, hier. Mensch, ich nehme noch den untereinander konkurrierenden Flaschensammlerbanden nicht die Flaschensammelaktion weg. Weißt du, ich verstehe das auch nicht. Meine, in Bremen haben sie dafür extra so Haltestellen, um die
öffentlichen Papierkörbe gepackt. Und das scheint jetzt so meine Lieblings-Tram-Haltestelle zu sein. Ne? Geil, 2016, ich bin endlich auf Asti. Man denkt, Silbermond. Wow, meine Gedanken sind jetzt auch in High Definition.